Was kommt heraus, wenn man einen Amerikaner und einen Dresdner kreuzt? Ilse Aigner, aber nicht die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz persönlich. Hier geht es um eine neue Rhododendron-Sorte, die zukünftig ihren Namen trägt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass eine wunderbare Pflanze wie der Rhododendron meinen Namen künftig trägt. Und da freue ich mich richtig drüber. Eine dieser Pflanzen darf ich jetzt mit nach Hause nehmen und die werde ich dann schön einpflanzen. Sie ist auch winterhart und das passt dann gut nach Bayern. Bei einer feierlichen Zeremonie wurde diese neue Kreuzung im Rhododendron-Park in Griesstede mit Sekt getauft. Erfinder Jan-Dieter Bruns, dem der Rhododendron-Park gehört, ist stolz auf seine neue Pracht. Die Dresdner Pflanze bringt die große Winterhärte mit und die Robustheit. Das ist wichtig, gerade für Bayern. Und wenn wir schon eine Pflanze nach Frau Aigner benennen, muss sie natürlich auch robust sein und auch dort gut gedeihen können. Und insofern passt es beides gut zusammen. Seltsam ist es, dass diese Rhododendron-Sorte zurzeit noch blüht. Weitere Knospen werden sich bald noch öffnen. Aber wie kann das sein? Normalerweise ist die Blütezeit schon vorbei. Tja, dafür gibt es in Oldenburg Kühlhäuser. Wir haben die Pflanze jetzt schon im Mai, also als wir das okay grüne Licht bekamen, wir wollen die Taufe zusammen machen, haben wir sie Mitte Mai schon, also noch vor der Blüte, ins Kühlhaus gestellt, sie dort zurückgehalten und jetzt vor 2 Wochen erst wieder rausgeholt, dass sie langsam wieder in Blüte kommt. Schließlich möchte man bei der Taufe ja auch die ganze Schönheit der Pflanze sehen. Und wenn schon so viel Prominenz eingeladen ist, erst recht. Einige Gäste könnten sich auch vorstellen, dass Ilse Aigner künftig in ihrem Garten steht. Schönes, buntes Bild, zartes Lila, gepaart mit Weiß und Gelb, sehr schön zart, gefällt mir gut. Hervorragend. Auch soll sie ja ein bisschen winterfester sein und die Farbe hervorragend. Ilse Aigner, nicht nur eine Größe in der Politik, sondern jetzt auch eine prachtvolle Pflanze.